herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen Part. Wir machen weiter und haben das letzte Mal ja vor die Entscheidung, ob wir in den Märchenbuchladen oder ins andere Wälzen gehen. Da kam jetzt das Weichstück zur Auswahl. Ich habe mich fürs Märchenbuchhandel entschlossen. Und da schauen wir jetzt rein in Flausemobile und schauen, was hier alles zu sehen gibt. Ich hoffe, euch geht's gut, liebe Leute. Und ihr habt jetzt soweit eine schöne Woche. Morgen ist ja Donnerstag. Morgen ist Feiertag. Yay. Ja. Morgen ist auch Vatertag. Weiß nicht, ob ihr bei euch in der Familie den Vatertag so feiert oder ob der bei euch jetzt eher unwichtig ist. Wir feiern den eigentlich nie. Fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum. Und hier hätte ich vielleicht mal aufpassen sollen. Dann hätte ich das bemerkt. Aber es war gerade bei meinen Haaren hier, weil die haben mich gerade gestört. Oh, hier gibt es ganz viele Münzen. Und hier gehen wir lieber durch, bevor das Ding uns hier noch weghaut. Ich glaube, die werden gleich noch ein bisschen schwieriger kommen. Aber seit wann springen diese Cygals hier auch so komisch? Das ist doch... Das war doch... Ist doch neu, oder bin ich einfach nur dumm? Was meinst du? Das ist doch neu. Dass die... Cygals so springen. Oder? Oder vielleicht bin ich einfach auch nur auf dem falschen Fuß. Ich habe keine Ahnung. Ui. Hier ging es aber ganz deftig jetzt runter. Yay. Ja, Leute, mich haben jetzt mehrere gefragt, wie so Let's Play Projekttest nicht denn so aussieht in nächster Zeit. Stichwort Livestreams und sonst alles Mögliche. Weiß es noch nicht, einfach gesagt. Ich weiß noch nicht, wie ich die nächsten Wochen, Monate vorgehe. Also wie oft, wann ist Videos wir oft bringen und Streams und so weiter, weil vor Wochen meinte ich ja noch, dass nur Stream, jetzt meinte ich auch, dass ich wieder Videos machen will. Ich bin mir da unsicher, weil auf der einen Seite will ich ein bisschen das hauen, was nicht jeder will, wie, was gibt Klicks. Also, jetzt nicht im Sinne von, dass es jetzt Klicker wäre oder so hat, im Sinne von, was schauen die Leute, wo lohnt es sich, das zu produzieren. Und wo du das ist nicht, weil es eh keine Sau anschaut. Und das ist so ein bisschen das, wo ich deshalb noch am Abwägen bin. Weil auf der einen Seite... Ich bin eigentlich, wenn ihr mich kennt, wisst ihr das. Und das war dumm. Nicht so wichtig bezüglich den Klicks. Wie viel Aufrufe jetzt beim Video macht. Wer das alles schon gesehen hat. All sowas. Und wo war da jetzt... Wäre das die... Ja, die ist da halt drin, ne? So, dass wir nur überhaupt keinen Zeiger andersweise Nähe haben. Supi. Also alle, die es kennen, wissen, so Klicks, das ist... Nee, eher unwichtig. Deshalb... Tendiere ich jetzt auch doch wieder dazu, Videos zu machen, obwohl ich weiß, dass eh keine Sau die schauen wird. Aber ich akzeptiere es. Es ist de facto so. Und ich akzeptiere es. So nach dem Motto, ich meine, was soll man sonst auch machen, aber... Mehr bleibt mir auch nicht übrig. Aber letztlich mache ich das eh alles nur, weil es mir Spaß macht. Einzig oder allein aus dieser Überzeugung mache ich den ganzen Spaß hier. Ich meine, ich lebe ja nicht hier durch YouTube und habe das auch hier nicht mehr vor. Das irgendwann mal hobbyberuflich zu machen, ist halt ganz andere Wünsche und das sau ist auch, dass ich die halt. Ach, scheiße. Erreiße, was durch Schule und alles halt gerade bei mir nicht so einfach ist. Und noch ein weiterer Grund, weshalb nicht so krass viele Videos derzeit kommen. Aber das ist ja eine andere Baustelle. Letztlich möchte ich einfach das hocken, was mir halt Spaß macht. Das ist ja auch klar. Und wenn das irgendwie bei jemandem nicht der Fall ist, ist einiges falsch gelaufen. Und dann ist halt die Frage. An sich, ganz klar bin ich für Streams. Weil ich finde Streams, das ersetzt irgendwann Dauer, langfristig gesehen. Auch die normalen Let's Plays. Es boomt erstens. Also wirklich, Streaming boomt derzeit. Das ist
deutlich, deutlich mehr wird das gesehen als herkömmliche Let's Plays. A la Kronk damals noch, bevor es mit dem Stream überhaupt losging. Und das ist halt so eine Sache. Da will man natürlich mitschwimmen. Hallo, Yoshi! Alter, das war so ein Millimeter. Genau, dass die Scheiße hier noch funktioniert hat, ne? Auf jeden Fall ist das halt so eine Sache, da will man halt mit dabei sein. Und Streaming, finde ich, ist das Beste. Da könnt ihr als Hushauer direkt mit dabei sein und quasi eben mitzocken und alles. Und man ist der Community so nah. Das ist meiner Meinung nach auch die Zukunft von modernen Let's Plays. Weil Let's Plays sind der Art, dass man ein Video aufnimmt. Man merkt das da. Die klassischen Let's Plays, wie die Nintendo oder Kronk oder so noch machen. Also es geht nicht von krass, das sind die ganz normalen. Da nimmt man ein Video auf, tut ein Intro, Outro davor, Kommentation. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die das aufwendiger machen. Nehmen die Tonspur und Videospur extra auf und schneiden dann irgendwann zusammen. Dann gibt es aber auch noch die naja, das Ganze halt nicht wirklich extra machen. Die nehmen das in einen auf. Ich bei mir Untertitel ist, zum Teil nehme ich das aus zwei Spuren auf und schneide zusammen. Also eine Spur fürs Mikrofon, eine Spur fürs Videomaterial. Zum Teil mache ich es aber ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist Untertitel. Und ja, viel mehr klassische Let's Plays passiert da auch nicht mehr. Dann ist es irgendwann fertig produziert. So. Diese Zeiten sind aber so langsam dem Ende sozusagen. Weil es hauen nicht mehr, also die Anzahl an Leuten, die Let's Plays hauen, gehen zurück. Was haut die Menge jetzt? Streams. Weil das ist eine neue Version davon, die erstens beliebter geworden ist oder generell beliebter ist als solchen Videos. Und man kann erstmals halt auch wirklich interagieren. Ist auch jetzt eine Sache, die einfach mit der Zeit jetzt hier gekommen ist, weil seitdem man die Möglichkeit hat, durch gewisse auch Produkte von Herstellern, kann da jederzeit streamen. Durch die Plattform Twitch oder auch YouTube ist das allein möglich geworden, dieses klassische Streamen. Und das ist eben, der hat meiner Meinung nach auch die Zukunft. Anderer Weg, der auch viele machen, ist aufwendigere Videos. Also die hat zum Beispiel schneiden. Bin ich beim Let's Play kein großer Fan von. Ich habe mir so von mehreren Leuten zum Beispiel Let's Play so Super Mario 3D World angesehen. Es geht ganz unvorgenommen an die Sache. Ich habe nichts gegen die YouTuber, ich sag auch nicht, wer es sind. Ich habe ein paar davon gesehen und die schneiden halt die Videos. Sie finde ich bei Gameplay oder Let's Plays kritisch. Weil das schneidet man Gameplay-Szenen raus. Und das ist meiner Meinung nach nicht Sinn von einem Let's Play. Das ist ja klar, es soll auch unterhalten, aber man soll in erster Linie das Game sehen. Also mir geht es so, wenn ich ein Let's Play ansehe, dann will ich wissen, wie das funktioniert, weil ich mir überlege, ob ich es kaufe. Aber wenn man dann die Hälfte von diesem Let's Play rauscuttet, nee, muss meiner Meinung nach nicht sein. Also ich sag nicht, dass es schlecht ist. Das ist ja ganz, alles ganz schön und gut, was die da für Content machen. Und alles ist alles schon schön. Aber ich bin halt der Meinung, dann doch lieber die klassischen Let's Plays. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das muss letztlich jeder selbst entscheiden, wie er es sieht. So. Und deshalb finde ich es deshalb auch noch teils sehr großartig viel über die Zukunft von diesen Let's Plays zu sagen, weil man weiß ja nicht in diesem Sinne, wo der Hype hingeht. Also ob der jetzt in die Richtung geht, das muss man eigentlich machen. Von Livestreams oder ob man es eher sagt, was muss man machen? Ach, man muss. Sag doch gleich, dass man hier die Wolken zerstören muss, Bro. Man weiß wenigstens, was Sache ist, aber okay. Und deshalb, ja, das ist halt so eine Sache. Aber ist, da fragen wir uns auch mal Leute, wie sowas denken, alle ist neidend ist. Nur weil ich keinen Effekt in meine Videos reinbaue. Aber erstens, jetzt ist ja wohl ein Schnitt von den Videos dran. Intro, Outro und so Stuff. Wo bemerkt,
Dies geht dank den Elgato Stream Stack auch schneller, weil man da inzwischen in meinem Programm, mit dem ich streame, das nehme ich aus dem Aufnehmen, das ich so lange vorangestellt habe, das ist beispielsweise mit einem Knopfdruck das Intro und dann die Szene, also redest, müsste ich nicht mal schneiden. Mach es meistens aber trotzdem. Immer praktisch, wenn ich nicht viel Zeit habe, trotzdem Video raushauen will, was Qualität haben soll, aber normalerweise schneide ich schon Intro, Outro und so Stuff. Zum Beispiel auch die Like-Anzeigen oder Social Media-Anzeigen, die jetzt zum Beispiel an dir Stylus hier erscheinen werden. Aber das sind nur Beispiele, ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die schneiden viel, viel mehr. Aber die bringen dann vielleicht auch nur ein Let's Play-Video pro Tag oder pro Woche sogar. Dafür bringe ich ja mehrere Videos am Tag und streame auch noch. Und das macht dann letztes dann selben zeitlichen Aufwand. Und letztlich, das ist natürlich kein Argument, aber letztlich muss ich das jeder selbst sehen. Ich persönlich bevorzuge halt klassische Let's Plays, ohne großartig viel rumgeschneide von Fails oder von Stellen, wo ich gerade mal nichts sage, weil man da einfach Spielszenen verpasst. Aber das ist nur meine eigene Meinung und das kann letztlich jeder so sehen, wie er will. Es kommen auch bestimmt Leute, die behaupten, ja, Mimimi, das sage ich ja nur, weil ich so faul bin, hier zu schneiden. Nee, ist nicht. Aber wie gesagt, die ist ja lustig. Frisst doch ja ganz so viel. Aber wie gesagt, das muss jeder letztlich selbst sehen. Und deshalb finde ich dann halt wiederum Streamen so. Also diese Version von den neuartigen Let's Plays dann wieder besser. Weil durchs Livestream kommt man der Community eben sehr nah. Und das macht auch sonst einfach sehr viel Spaß. Oh Gott, hier fallen ja Plattformen runter. Was ist das denn eigentlich für überdimensional fettes Highguys? Weil das haut es das an. Dieses Highguys hier, ich glaube, die fressen die ganze Zeit die Waffeln hier. Also das ist ja über... dimensional fett hier alles. Aber wisst ihr, Leute, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich also dazu sagen wollte, bezüglich aua der Zukunft von Let's Play so. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr ja durchaus auch andere Meinung. Kann ja gut sein. So, und wo soll es jetzt hier? Ach, man muss hier. Nee. Oder muss man hier lang? Nee, auch nicht. Hä? Weiß gar nicht, ob das so erlaubt ist oder ob es gerade einfach eine komplett hier sieht. Normalerweise hat man da keine Flügel. Aber. Aber okay, ich hinterfrage es nicht weiter. Ja, ne, und das ist halt mal nach, könnte so die Zukunft von diesen Let's Plays werden. Die streamen. Das, deshalb ist es, deshalb stehe ich im Streaming auch so, positiv einfach quasi. Weil ich glaube, das ist echt, ja. Und ich mag einfach ganz, es macht mir einfach Spaß, ne? Und deshalb. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann ja auch nicht alles streamen und irgendwie, irgendwo sollte man auch nochmal klassische Let's Plays haben. Und deshalb eben diese Mischung aus allen. Aber wie gesagt, das ist. Da gibt es irgendeinen Trick, den ich noch nicht verstanden habe. Aber das ist nur meine Sichtweise vom Ganzen. Ihr seht das bestimmt anders. So, eigentlich müsste es, dürfte, sollte es jetzt hier weitergehen, ne? Ah! So geht das. Okay, verstehe. Oh, Wuffel! Oh, mein Hund ist wieder da. Ist das nicht süß? Yay. Folgen wir doch gleich den Hund. Ja, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie sieht es denn bei euch aus? Schaut ihr lieber Livestreams oder klassische Let's Plays oder bearbeitete Let's Plays? Da gibt's ja. Ah, lol, das heißt, wofür macht ihr alle hier kalt oder wie? Gibt's ja verschiedene Möglichkeiten an Gameplay. Manche irgendwie auch dem Wuffel sagen, er soll hier die Blume holen.
Ja, irgendwie müssen auch die Bäume umfallen oder sowas. Was ist denn das hier eigentlich? Jetzt muss man hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich flieg aber drauf los. Ich meine, ihr müsst ja, wie gesagt, auch nicht alle von den Blumen einsammeln. Lol. Der Typ, der Hund geht. Das geht. Sag doch, doch gleich, es geht. Da hätten wir die Blumen auch holen können, aber okay. Ja. Und ihr merkt es auch so, ich probiere zumindest bei meinen Let's Plays jetzt immer irgendein Topic dabei zu haben, was eines Presses ist. Irgendein Thema. Weil dann wird es nämlich auch spannender. Weil dieses Typ ist, der sitzt davor, hocke und du alle 10 Minuten mal den Mund aufreißen, irgendeinen unnötigen Kommentar von mir zu geben. Ich muss. Aua. Scheiße. Das muss nicht sein. Wisst ihr? Immer wieder hochspringen, sonst ist mein Descent am Arsch. Früher oder später zumindest. So, hier ist eine kleine. Oh mein Gott. Ach, du musst mir die richtige. Digga, das ist da. Mal mega einfach. Die sehen halt. Alle anderen sehen halt komplett anders aus. Und die ist die einzige, die normal aussieht. Ja, gut, ist auch ein Kinderspiel. Was wundert's? Ich bin auch da drauf gesprungen. Wir können die eigentlich stehen, ohne dass das ganze Ding runterkracht. Also haben die damit offiziell gesagt, dass Yoshi fett ist. Na, wie soll man das hier sehen? Ist zumindest hab so verstanden. Oh mein Gott, hier tut kleine Zeiger. Bam! Da haben wir alle easy geworden weggeschossen, sag ich mal. So. Oh mein Gott. Scheiße, ich muss mal viel fressen. Wäre man hier mit Hardcore Mars gewesen. Alter, das wird doch richtig fett. Oh, hier geht's nur raus, aber nicht rein. Schön zu sehen, wenn man bei sowas ankommt und man irgendwas verpasst hat. Und nicht dann irgendwann auffällt, dass man hier was verpasst hat. Aber das erste halt irgendwie 0,0% gesackt hat, dass man etwas verpasst hat. Ah, das sind diese fetten Dinge. Das heißt, die muss man. Erst umlegen, da bleiben die Plattformen nämlich auch unten. Sieht gut. Thomas, noch ein paar Eier. Komm, immer gebrochen. Ich mach mal. Oh, Scheiße. Das Ding hier platt. Also die Münze ist erst wieder zu holen. Wir sehen es jetzt alle. Münze, sagst du, Blume. Hauptsache, ich habe Blume und Münze nicht. Von Ei. Okay, das war in Spielen wie Donkey Kong auch so mal eine deutlich schwierigere Geschichte, als es das hier jetzt noch ist, aber okay. Yay, hier ist wieder unser Hund und der Schnuffel, der uns begleitet. Wunderbar. Oh, die haben nochmal so eine Aufgabe. Was ist denn, ob ich die jetzt besser mache? Verstehe ich nicht, egal. Man muss ja auch nicht alles haben. Oh Gott, nein, halt, stopp, hier muss man noch ein bisschen was fressen. Hä? Was macht das hier? Da fuck. Ich will die eigentlich essen, aber okay, wofür dann frisst du? Ja, Hunde haben wir eh immer. So viel Hunger. Mein Hund auch bei der Welt. Lol. Heftig viel Hunger, also wenn es irgendwo Essen gibt und ihr gib mir Essen. Uff, da gab es mal viel zum Essen, wie es. Yay, und dann sind wir hier ins Ziel gerauscht. Wunderbar. Ja, ne, wie gesagt, wir haben uns heute über die Zukunft von den Let's Plays unterhalten. Ich will jetzt immer wieder so Topics reinbringen hier in die ganzen Let's Plays. Ich glaube, das ist hilfreich und da eure Meinung. Zum Thema, wie werden die Let's Plays eurer Meinung nach weitergehen? Interessiert mich. Gerne damit ab in die Kommentare. Und ja, ne? Das war's dann soweit auch für den heutigen Part von Yoshi's Crafted World.
im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Haut's rein. Und ciao.